Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. Mann, hier muss man jeden übertönen hier auf dem Marktplatz von Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir uns nochmal mit Jesper unterhalten, denn wir haben diese drei Mordopfer entdeckt, die angeblich ja Suizid begangen haben, aber dem war wohl doch nicht so. Denn der wahre Täter könnte Jespers Schwester sein, eine Apothekarii, ja, die möglicherweise einen schwarzen Stein besitzt, den wir zur Entzündung des Leuchtfeuers benötigen. Ja, dem werden wir in dieser Folge nachgehen. Doch ich habe auf meiner Suche nach dem Verkauf von Waren, ich habe nämlich jetzt wieder einiges dazu bekommen. Wir haben jetzt nämlich wieder 1205 Gold. Nach den letzten Einkäufen waren wir ziemlich pleite. Aber ich habe gesehen, wir haben noch jede Menge Zeug in der Truhe gehabt. Das habe ich jetzt alles mal verkauft. Auf jeden Fall habe ich die Bank entdeckt. Und die möchte ich mir genauer anschauen. Weil es hier sehr interessant sein könnte. Hi. Bankier Samael Siren. Wohl, Madame. Wie kann euch Siren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Hier kann man ein Goldfach eröffnen und sich vielleicht ein Anwesen holen. Und ich war ja schon seit längerem interessiert, ob es denn hier so eine Art Housing bei Enderal geben wird. Anscheinend ja schon. Ich frage jetzt erstmal, was ist denn eigentlich ein Goldfach? Ein Konto. Euer eigener Tresor in unserem Hause, den wir in eurem Namen verwalten. Wir führen akkurat Buch über eure Einnahmen und Ausgaben. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Das ist krass, das hätte man mal eher sagen sollen, obwohl ich so einer Bank eigentlich nicht so traue. Aber okay. Wie kann sich denn mein Gold von selbst vermehren? Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Okay, und dieses Geschenk zahlt ihr aus? Was aus eigener Tasche? Wie kann das für euch profitabel sein? Ja, wir fragen jetzt einfach mal nach, obwohl eigentlich jeder wissen müsste, wie so eine Bank funktioniert. Nun, das ist ein komplizierter Prozess. Hm. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Du mieser Typ. Erzähl mir, was ihr mit meinem Gold tut, wenn ihr wollt, dass ich es bei euch lagere. Na schön. Wir treiben damit Handel. Ihr handelt also mit dem Geld eurer Kunden? Wir investieren in vielversprechende Expeditionen oder Handelsrouten zum Beispiel. Und von den Gewinnen, die diese Geschäfte abwerfen, bezahlen wir eure Zinsen und unsere Angestellten. Und jetzt schaut mich nicht so an. Von irgendetwas müssen wir ja auch leben. Okay. Und was passiert mit meinem Geld, wenn sich diese Investitionen als Fehlentscheidungen herausstellen? Banken machen keine Fehlentscheidungen. Haben euch das eure Eltern nicht beigebracht? Ah. Und jetzt genug der unnötigen Fragen und zurück zum Geschäft. Wollt ihr nun ein Goldfach eröffnen oder nicht? Mir bleibt gar keine andere Wahl hier. Na gut, ich könnte einfach gehen. Ja, wir riskieren das jetzt einfach mal. Ich will ein Goldfach bei euch eröffnen. Sehr gut. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Okay. Methorik. Gut, hier sind 100 Groschen. Ich möchte 99 davon abheben. Hä? Das ist dumm. Ja. Sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen.
Aha. Haben wir das nicht gerade gemacht? Na, Anteile an etwas eben. Einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Aber ihr scheint keine Frau der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Was für ein Sexist, Mann. Okay. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Ich bin eigentlich an einem Anwesen interessiert. Zeigt mir doch einmal euer Angebot. Natürlich. Ach du Scheiße. Ziemlich teuer alles. Haus am Marktplatz. Kann man das nicht irgendwie ein bisschen differenzieren, dass er mir nur Besitzurkunden anzeigt? Achso, da kommen dann nur noch Baupläne. Achso, Teppich und so ein Zeug. Ach, das kann man wirklich direkt für Housing betreiben. Aber ich habe eigentlich gar kein Geld. Wenn wir einmal wahrscheinlich so ein billiges Haus hier, was wir, selbst das können wir uns nicht leisten. Dann haben wir noch eins im Adelsviertel. Nee, danke. Schreitet wohl und vergesst nicht, bei Silrin und wir können ja noch ein bisschen das einzahlen. Natürlich. Vielleicht 200-300 noch. Eine kluge Entscheidung. Warum ist denn die Null? Das haben wir 35 Hallo. Eingezahlt. Natürlich. Okay. Eine kluge Entscheidung. Schön. Tschüss. Nee, das Geld ist dann weg. Ich raste aus. Ich bringe euch alle um. Okay. Das hat ja ziemlich viel Zeit wieder gekostet. Doch unser nächstes Treffen ist mit Jesper in Dünenheim. Da waren wir anscheinend noch gar nicht. So wie es aussieht. Doch, es könnte sein, dass wir schon... Doch, da waren wir schon mal. Doch, wir haben den Miradenturm noch gar nicht entdeckt gehabt. Sprich, wir müssen jetzt erstmal zum Miradenturm gehen. Und zwar am besten zum Miradenturm in Ark. Ja, all dies, das gibt es hier. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da geht's ins Südviertel. Das habe ich vergessen. Ist das überhaupt das? Das ist das Südviertel. Ach ja, irgendwie so. Hatte ich schon vergessen. Mal fast zum Gruß. Das ist auch das. Das Spiel hat einfach eine viel zu interessante Story. Man will irgendwie sich gar nicht weiter anders umschauen. Deswegen ist mir die Bank und so jetzt erst jetzt aufgefallen. Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Und zwar hier nirgendwo. Dünen. War es nicht Dünenheim? Ja. Wohin soll ich euch bringen? Na, ich schau nochmal nach. Ja. Schreitet wohl, die Dame. Sicher doch. Wohin soll... Nach Dünenheim, bitte. Einmal nach Dünenheim. So, und jetzt wird es wieder interessant werden mit der Story von Enderal.
Ladenturm von Dünheim entdeckt. Aufpasser. Peace. Geht weiter. Ja, ja. Weil das Ding ist ja, ich habe ja jetzt so eine... Irgendwie so eine Pferdepfeife, oder? Oder was ist denn die eigentlich? Hier wird die aber kaum irgendwo sein. Oh. Da hast du dich gerne mal vorgewusst. Da ist die unter Magie. Scheint ja nicht so. Ist auf jeden Fall. Es gibt hier in Enderal so viele verschiedene Vegetationen, das ist echt krass. Das ist Schneelandschaft, hier eine Wüstengebiet. Das ist eine Sumpflandschaft, so ein dunkles Wäldchen. Alles Mögliche. Das ist schon echt interessant. Wie viele Unterschiede es hier auf dieser Insel gibt. So groß ist es ja eigentlich gar nicht. Oh. Das ist mal eine echt gute Brücke. Da, das sollte man mal ein bisschen erneuern, glaube ich. Hätte ich da auch irgendwie drunter gehen können. Max Tabakus. Du hast ja aber ganz schön geschweinert. Okay, er will mir dazu nichts sagen. Schade. Hä, wie komme ich denn hier sicher nach unten? Uiuiui. Pulverwüste? Da will ich doch eigentlich gar nicht hin, oder? Will ich da hin? Okay, also doch. Aber ich war doch eben schon draußen. Da sitzt er. Ich kann mich da anscheinend aber nicht mehr hinsetzen. Okay, erstmal, was geht? Da bist du ja. Unser altes Anwesen ist in der Wüste, nordwestlich von Dünenheim. Ist ein guter Fußmarsch, aber schaffbar. Warum kann ich nicht mal eine Frage stellen? Okay, wo genau ist das jetzt? Ist aber ganz schön weit weg. Wir müssen doch hier lang erstmal, oder? Dünheim, ganz schön... Ein ganz schön ungemütliches Gebiet. Fragt sie, was hier für Kreaturen lauern. Ist das freundlich? Schabber dich! Gut, jetzt wissen wir, dass die sich... Das tut mir auch echt leid. Ich hatte ja gar nicht vor, irgendwie... ...das anzugreifen. Ich wollte nur mal... ...gucken...
inwiefern die Viecher aggressiv sind. Es wird immer dunkler hier. Ist noch weit? Ein bisschen. Die Musik ist auch hier so ziemlich orientalisch, sag ich mal. Oh je. Warum mussten wir auch unbedingt nachts los? Das habe ich gar nicht gesehen, Mann. Alter. Du machst das schon, Jesper. Toll. Das wollte ich zwar gar nicht unbedingt. Naja, haben wir noch ein bisschen mehr Mana. Der nicht gleich mit angegriffen hat, weiß ich auch nicht. Da hat er nichts dabei. Jetzt eine gute Pfeife. Kannst du nicht mal, Jesper? Wegen deinen familiären Problemen sind wir ja schließlich hier. Ein bisschen Angst vor dem, was hier kommt. Vor dem, was hier kommen könnte. Vor allem ist es stockduster, man sieht gar nichts. Ja, klasse. Wo sind die? Oh oh. Oh, mir reicht's. Hat dir das deine Großmutter beigebracht? Ja, genau die. Die kommt aber auch alles. Alles kommt hier zum Vorschein. Ich glaube, ich trage auch immer noch die falschen Schuhe. Nicht die falschen Schuhe. Den falschen Umhänger habe ich. Das falsche Medaillon habe ich getragen. Silber-Stahlschwert. Uiuiuiuiui. Jetzt bin ich doch direkt gewillt auszurüsten. Mann, oh Mann.
Wer denn jetzt noch? Nicht mal stillhalten. Hast du noch nicht genug? Mann, oh Mann. Mein Inventar ist ja schon wieder voll. Toll. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's auch schon wieder von einer weiteren Folge von Let's Play Enderal. Wie das weitergehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Tag und wünsche euch noch, ja, habe ich eben schon gesagt, ich bin dumm. Okay, ciao.